Ihr seid ja eigentlich zu viert in der Band, ja? Jetzt sind aber nur zwei, die sich hier stellen. Wir möchten aber ein Spiel machen jetzt gleich. Und um das Ganze etwas anzuwürzen, würde ich sagen, derjenige, der bei dem Spiel das Gegenteil vom Hauptgewinn kriegt, nämlich den großen Verlust, der muss heute noch, also nimmt heute die letzte Abfahrt Richtung Altersarmut und verlässt die Fantastischen Vier. Derjenige, der verliert, muss heute per Insta-Story verkünden, dass er aussteigt bei den Fantastischen Vier auf dem eigenen Account. Ich habe einen Text dazu geschrieben und einer von euch wird es sein. Aber ihr habt natürlich die Gelegenheit, innerhalb dieses Spiels auch tolle Preise zu gewinnen. Das ist euer Einsatz. Ihr könnt also auch mit mehr nach Hause gehen als vorher und Glück haben. Möchtet ihr mitmachen bei diesem Spiel? Man riskiert, dass man sich diesen ganzen Shitstorm, wenn man es in Stunden später revidieren muss, reparieren muss. Aber es ist auch eine... Ich habe hier eine Ausstiegsgelegenheit. Das stimmt, das ist eigentlich kein, eigentlich ist das ja kein Verlust. Ja. Also kann man nur gewinnen bei dem Spiel. Also es steht nur knappe 6 Stunden da. Von der Aufzeichnung bis zur Ausstrahlung, diese 6 Stunden, da muss man irgendwie durch. Kann man auch das Handy ausmachen und danach mal zusammenfegen, was noch über ist von der Karriere. Aber das ist ja nichts Neues nach einem Auftritt hier bei LMB. Also wir spielen jetzt LMB aufs Ganze. So, dann folgt mir doch bitte einmal hier rüber. Zuno und Michi, bitte einmal hier an die Seite. Ich stelle mich hier hin und jetzt spielen wir LMB aufs Ganze. Und da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, wie risikobereit ihr seid, was für eine gute, intuitive Eingebung ihr habt und der ihr auch folgen könnt. Denn ich frage euch jetzt hier erstmal, du hast zwei, einen möchte ich gerne zurückhaben von euch, den kriegt ihr nicht. Den kriegt ihr nicht. Ich hätte gerne einen zurück, eine Farbe kommt zu mir zurück. Ich würde rot zurückgeben. Rot zurück. Du gibst mir rot zurück, du gibst mir grün zurück. Das ist total süß, das ist ein ganz... Aber was ist, wenn ich jetzt tausche, wenn ich die beiden jetzt tausche, sage, ich würde dir den roten von Michi geben und ich gebe dir den grünen. Möchte einer von euch das hier haben? Ich bin eigentlich ganz happy mit unserer Different Shades of Blue. Ihr wisst, worum es geht. Wenn einer verliert, dann muss er, du nimmst den, alles klar. Möchtest du diesen hier, möchtest du den hier haben, den grünen? Hast du irgendeinen Anreiz für mich? Ja, vielleicht 50 Euro zum Beispiel. Möchtest du 50 Euro für den grünen? 50 Euro gebe ich dir? Ja, 50 Euro, dafür kriegt man nicht. Alles klar, dann wollen wir jetzt mal gucken, was ihr gekriegt hättet, ja? Wir schauen mal rein. Dieser hier, das ist der von dir, ne? Ja. Den hättest du. Nein, das ist meiner. Das ist deiner. Wollen wir noch mal tauschen? Einmal noch tauschen? Nein, wir tauschen nicht. Das ist deiner, das hättest du bekommen. Und noch mal, hier ist der Trommelwirbel. Und das hier, das wäre dein Preis gewesen, den du jetzt leider nicht kriegst. Das ist von den Stuttgarter Verkehrsbetrieben, von der VVS. Ach, ein Ticket für 10 Euro. Oh, damit kannst du dreimal durch den Kessel fahren. Und es macht richtig Freude. Das wäre der Preis gewesen, den du jetzt leider nicht mehr bekommst. Einmal durch den Kessel fahren. Jetzt haben wir das hier. Ich kann dir sagen, dieses hier, ja, das könnte immer noch deins sein, wenn du möchtest. Du darfst noch mal tauschen, ja. Eins von den beiden darfst du jetzt endgültig abwählen. Das Tor 2 oder das hier. Was möchtest du endgültig auf gar keinen Fall haben? Was möchtest du nicht? Das Tor 2 oder diesen Umschlag? Was möchtest du? Ich möchte nicht das Tor 2. Nicht das Tor 2, das heißt, dieser Preis hier, den möchtest du nicht. Das ist ein Kirschjoghurt. Ein Kirschjoghurt im Tor 2, den möchtest du nicht und weg ist er. Ja? Das heißt, wir haben dieses hier noch über und auch da lege ich dir jetzt noch mal 50 Euro drauf, wenn du den roten gegen den hier noch mal tauscht. Aber das war der, den du vorhin hattest. Und wenn du den roten hier gegen noch mal tauscht. Ich habe rot von Anfang an abgegeben. Ja, und du hast einen Kack. Ich hatte keinen. 100 Euro auf den hellblauen. 100 Euro auf den hellblauen. Ich weiß es nicht. 100 Euro auf den hellblauen. Möchtest du ihn haben, ja oder nein? Tauschen. So, alles klar. Und dann schauen wir hier rein, was im roten gewesen wäre. Im roten wäre was. Ganz tolles gewesen. Geschenk Nummer 1. Bitte meine kleine Zauberfee. Oh, oh. Einmal Geschenk Nummer 1 lüften. Oh, so. Ein altes. Und da haben wir ein 90er-Jahre Trikot. Und es ist nicht irgendein Trikot, es ist vom Thorsten, Legat. Dieses Trikot kriegt ihr jetzt nicht. Und wisst ihr, wie Thorsten Legat persönlich reagieren wird auf diesen Verlust mit Kasana, es ist ihm nichts anderes gegeben, roher Gewalt, das heißt, geht ihm aus dem Weg. Das ist sein Gemütszustand, weil ihr nicht gewonnen habt. So ein Pech für euch. Schaut her, das hättet ihr gewinnen können. Als eingefleischte Schwaben an Originaltrikot vom VfB Stuttgart. Michi, wer ist deiner gewesen? Wo kommen wir denn da hin? Ja, das war komisch. Ja, das ist genau das Gleiche, ihr beiden. Wenn ich das 1 gegen Bayern schieße, vor 80.000, und von ihr 2-1. Ja, scheiße. So. Darf mir auch nicht mehr blicken lassen. Aber egal. So kriege ich eigentlich nur den Trostpreis. In dem Sinne,
Kassala! Siehst du? Wollt ihr diesen Preis? Wollt ihr diesen Preis? Ist das der Trostpreis? Wollt ihr diesen? Ich weiß es nicht. Das ist ein neuer Umschlag. Da kommen jetzt neue ins Spiel. Wollt ihr diesen Preis? Ich belege diesen Preis mit... Ich kann immer nicht, wenn er das Geld... Belege ich den mit 150 Euro. Umschlag, Umschlag. Und muss ich den, müsste ich den mit... Die 50 Euro dürftest du behalten. Also die 50 Euro dürftest du behalten. Das heißt, du nimmst den rosa Umschlag. Ja, klar. Ja? Und Alter. Du willst wissen, was hier drin ist. Interessiert dich das, was hier drin ist? Ja? Du hättest hier bekommen, lieber Michi, einen Gucci-Gutschein. Nein! Über 50 Euro. Ein Gucci-Gutschein über 50 Euro. Gucci-Gutschein, Gucci-Gutschein. Da kriegt man einen halben Reißverschluss für, aber ein Anfang wäre gemacht für neue Klamotten. Scheiße. Leider nein. Ein Gucci-Gutschein für 50 Euro. Jetzt haben wir da noch also das ich letzte, ein Gucci-Gutschein was wir da haben. Das Handy-Handbuch. Also ich meine, ich bin schon Gewinner. Rosa, Umschlag. Diesen wollt ihr auch nicht, ne? Oder? Diesen wollt ihr auch nicht. Ich guck mal eben rein. Diesen wollt ihr auch nicht. Nee, den wollt ihr auch nicht. Den reißen wir jetzt durch. Den blauen reißen wir jetzt durch. Wir haben zwei Gewinnergutscheine. Ich möchte mal bitte deinen einmal haben. Ist es ein Gewinn? Ist es vielleicht dann doch ein Verlust. Wir werden es sehen. Wir schauen, was genau du kriegst. Es ist Geschenk Nummer 2. Oh mein Gott. Geschenk Nummer 2, liebe Zauberfee, Geschenk Nummer 2. Das ist das Geschenk für Michi Beck. Das ist ein Jahresabo. Ein Jahresabo für Maultaschen. Der Gasthof zur Linde in Nein, Stuttgart. Ist ja noch besser. Das der Gasthof ja. zur Linde. Freunde deiner Eltern haben sich verpflichtet, dir im Fall eines Gewinnes ein Jahr lang Maultaschen, bis sie dir zu den Ohren wieder rauskommen. Und warum habe ich denn Käsespätzle gesagt? Das, ich hab, das sind auch nicht mehr die... Warte mal. Also du kriegst das, was da ist, als Abo. Maultaschen! Du bist doch gerade so, lieber Smudo, wir sind sehr gespannt. Das ist dein Geld. 400 Euro, die bekommst du. Lieber Smudo, ich möchte dich darauf aufmerksam machen. Und ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob man gewonnen oder verloren hat, das erfährst du in dem Moment, wo wir sagen, für dich gibt es das Geschenk Nummer 3. Und Geschenk Nummer 3 ist folgendes. Geschenk Nummer 3 ist... Das sind eure beiden iPhones, die haben wir vorher eingesammelt. Michi kriegt seins gleich wieder, aber Smudo wird gleich per Insta-Story verkünden. 400 Schleifen oder er wird per Insta-Story verkünden, dass er die Fantastischen Vier verlässt. Wir werden jetzt ein Set bauen, das aussieht wie ein privates Wohnzimmer. Dann spricht er in sein eigenes Handy eine Insta-Story. 6 Stunden lang wird man in ganz Deutschland und Europa glauben, dass Smudo die Fantastischen Vier verlässt. Mit einem Text, den ich vorbereitet habe. All das werden wir sehen, während Michi Beck im Off neben der Kamera Maultaschen isst. Wir haben da so ein Wohnzimmer aufgebaut und du wirst dich jetzt selber filmen da. Wir bräuchten hier natürlich absolute Ruhe im Studio, da darf nichts im Hintergrund zu hören sein. Und wir brauchen jetzt mal Licht. Das wird hier im Studio ein bisschen komisch aussehen, aber durch den, durch praktisch das Handy sieht das Licht dann sehr echt und authentisch aus. Es ist fürs Studio ein bisschen dunkel, aber im Handy sieht es gut aus. Und du legst einfach los, sobald du soweit bist. Einmal bitte diese Kamera zu Smudo, da steht der Text drin. Und genau jetzt geht es. Okay, das ist nicht einfach, aber es ist wahr. Musikalisch läuft es nicht mehr so mit den anderen dreien. Wir haben viele andere Sachen und wir leben alle auch so ein bisschen unser eigenes Leben. Und ich habe mich heute entschlossen, mich von den Fantas zu trennen. Das war's mit den Fantastischen Vier. Wir werden Freunde bleiben und sicher auch die eine oder andere Sachen gemeinsam erledigen oder irgendwie erleben. Aber als Band war's das. Vielen Dank für das Verständnis. Ciao. Kann man das so senden? Das kann man sehr wohl so senden, ja. Okay. Geh doch mal bitte auf, Weiter. Weiter? Ja. So, und jetzt gehst du auf, darf ich? Oh, ich zitter ein bisschen. Ja, du machst das jetzt, mach du das. Oh und? Gott. Nein! Oh mein Gott! So, jetzt ist es raus. Das war sehr gut. Ich habe ja schon viele Filme auch mit dir gesehen. Warte mal, ich schau mal. Du bist ein guter Schauspieler und das hat uns jetzt allen geholfen. Wenn ich mich selber spielen muss, kann ich das ganz gut. Warte, ich guck mal, ob es schon da ist. Voice Kids und demnächst vielleicht solo unterwegs. Wir werden sehen, was aus dieser halsbrecherischen Entscheidung noch wird. So Stuttgart braucht vielleicht einen neuen Bürgermeister. Das war LMB aufs Ganze. Ich glaube, ich habe dich gar nicht abonniert. Das ist eine Frechheit. So.
So, ja, das war LNB aufs Ganze. Ich kann sagen, selbst in diesen wenigen Sekunden ist schon einiges an Reaktion gekommen. Meistens aus dem Arbeitsumfeld der beiden, die das auch nicht so recht glauben können, dass es nun zu dritt weitergehen soll. Ja, unsere Booker hat sich direkt gemeldet. Ist ein schwieriger Bandname für sowas. Ja, ist einfach so. Ja. Der Booker weiß Bescheid.